gibt's nichts mehr zu tun. Mal sehen, ob Jill bereit ist. Wobei es doch mehr Spaß machen würde, an der Welle zu klatschen. Ich könnte schwören, dass wir mehr haben. Na, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Dieses Monster hat wohl Gefallen an Karon gefunden. Ach, er ist Schledorn, wusste ich gar nicht mehr. Erst August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Clive will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich... mach mir Sorgen. Oh, süß. Stur wie ein Esel. Es gibt Better Lost Stories in Twilight. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Ich mag Twilight nicht. Karon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Kenn ich. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte. Und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So. Hier ist der Kuchen dabei, ja. Sorry. Dann zischt ab. Na gut, bis später. Er hat mir so eine kleine Tiefkühltorte geholt. Da esse ich jetzt jeden Tag ein Stück von. Morgen ist das letzte dran. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps. Okay. Der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Karon. Dieses Monster hat wohl gefallen. Karon, eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kyras hier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar, seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Ding. Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht so, wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da habe ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können? Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint wohl lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Mhm. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst. Am Jagdbrett stand auch was von einem Greif. Ah, oh, toll. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in Sanbreck, glaube ich. Kernorvon, das war's. Danke, Karon. Du hast uns gerettet. Wäre nicht das erste Mal. Tja. Dann werden wir diesen... Sehr bescheiden, die Dame. ...finden, wenn wir uns den Greif vorknöpfen, oder?
Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Ja, ist ja logisch. Wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da herausfinden, wo er wohnt oder sowas. Gute Idee. Dann wird ihn einer von uns sicher finden. Bestimmt. So, dann müssen wir mal zum Jagdbrett. Ich könnte schwören, dass wir mehr hatten. So, da ist er, Hippogriff oder Hippogreif, ach ja, da auf jeden Fall. Was? Der frisst Chocobos und Kinder? Ja, Kinder interessieren mich nicht, aber Chocobos? Bruder, muss los. Ja gut, okay, ist ein B, das heißt, der wird ein bisschen schwerer. So. Wir wissen ja, wo das Ding ist. Das müsste... Ne, warte mal. Müsste irgendwo da sein, denke ich mal. Denke ich mal, da... Ah, muss wieder töten. Kann man falsch verstehen, das Pfeifen? Braves Mädchen. Na, irgendwie hat das keinen Sinn. Mit dem Chocobo zu reiten, wenn die ganze Zeit neue Gegner dazukommen. Für diese 14 hatten sie das einfacher gemacht. Du musstest einfach nur eine, also konntest eine Taste drücken, einfach. Sprich, ich habe, glaube ich, immer Steuerkreuz runter gehabt. Und ein Raptor? Cool. Monster Hunter. Lässt grüßen.
Naja, da konnte ich halt easy drücken. Und er und dann stieg halt auch sofort drauf auf. Das heißt, ich konnte immens sofort reiten. Was einfach viel, viel schneller ist. Hier ist es uns so ein bisschen langsam, leider. Deswegen ist nicht so meins. Bis jetzt. Ja, wir müssen erstmal hier hin. Dann können wir da. Dann kannst du geben, was du hast. Ach ja, so. Ah, es sind auch noch Raptoren. Die eine Antilope gerissen haben. Kann ich nicht zulassen, Leute. Leider gibt ihr nicht viel EP, ey. Na, wobei 30. Aber Fertigkeitpunkten sind zu wenig. Aber interessant, dass hier so viele Raptoren sind, ey. Ungewöhnlich. Die waren nämlich letztes Mal nicht hier gewesen. Voll viele Raptoren, ey. Oh, eine Schatztruhe. Das ist doch schön. Dafür hat sich der Weg gelohnt, ja. Nur, das ist total dämlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwo da, aber... Guck nochmal, was da steht. Hast du eigentlich auch schon was gegessen? Typischer Adel. Versteckt sich. Hat es ja gestern auch sehr spät gegessen. Deswegen frage ich einfach mal. Westtor. Okay, wo ist denn das scheiß Westtor? Ach, um 14 Uhr, ja. Ich hab vom Stream habe ich noch gegessen. Wo ist das Tag-West-Tor?
Ach so, du hast einfach die Reste gegessen, okay. Ach, jetzt das Westtor. Scheiße. Großen Umweg. Ja, mache ich aber auch immer am liebsten. Koche an einem Tag was und dann am nächsten Tag esse ich dann die Reste. Schmeiß die in eine Pfanne und dann wärme ich das damit auf. Ist ganz gut. Spart erstens Zeit und zweitens kannst auch noch ein bisschen Geld damit sparen, statt was Neues kaufen zu müssen. Ja, ist falsch. Glaube ich jedenfalls. Boah, ich hasse so verwinkelte Sachen, ey. Oh, falsch. Alles klar. Nö. Leider nicht. Haben sie ein bisschen blöd gemacht. Mit 14 hast du ja wenigstens eine Map. Dachten die wohl, ist nicht notwendig. Ja gut, der ist natürlich jetzt gar kein Problem mehr. Ist auch Level 13 nur.
Ja, ich kill die jetzt einfach nur wegen ein bisschen EP und hauptsächlich wegen Fertigkeitspunkte. Weil die brauche ich eigentlich dringender. Greife sind nicht gerade leichte Beute. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Ach. Gibt doch keine Leute, die sich überschätzen. Ach cool, da ist er ja schon. Cooles Tier. So, Stufe B. Ja, der ist süß. Schade, dass wir ihn erledigen müssen. Bin ja auch ein bisschen blöd. Aber der ist schon schnell. Ups. Ja, ich weiß. Ja. Ja, gut, der ist besiegt im Grunde. Sturm muss jetzt nicht mehr sein. Level up, schön. Jetzt sind wir 28. Du schreibst meistens immer so einen Buchstabe mehr, ne? Entweder falsch oder immer. Was ist großer? Entweder ein Buchstabe immer falsch oder ein zu viel jetzt. Lustig. Sollte jetzt keine Kritik sein, ne? Ist das unser Mann? Tja, gehen wir mal von aus, dass dir das ist. Alles in Ordnung? Ich werde es überleben. Der Greif hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Aber hier im Gras scheint er mich dann aus den Augen verloren zu haben. Sieht ganz so aus. Ich heiße Kamil. Ich bin Lederarbeiter, falls du das nicht schon gerochen hast. Gerochen nicht, aber geahnt. Erinnerst du dich an eine Händlerin namens Charon? Ha, die werde ich so schnell nicht vergessen. Sie hat mir letztens einen Kyras abgekauft. Erst war sie ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann hat sie mich runtergehandelt, als ging's um ihr Leben. Ha, sag nicht, sie will ihn umtauschen. Nein, ich bin hier, weil... Oh, da bin ich aber geschmeichelt. Solltest du sein. Er ist ein wahrer Meister und zeigt sich nicht oft beeindruckt. Schmiede sind stolze Leute. Die haben normalerweise nicht viel übrig für Rüstungen ohne Metall. Und ich nehme an, dass ein grandioser Kämpfer wie du sicher zu seinen besten Kunden zählt, habe ich recht? Tja, ich naja, wenn ich mal was weiter verbessern kann.
Moment mal. Vielleicht könntest du ihm das geben. Was ist das? Ein Stück Leder. Daraus war auch der Kyras gemacht. Das wird dein Schmied sofort erkennen, wenn er so gut ist, wie du sagst. Danke. Ist nur ein Fetzen Leder. Dank dir gehe ich heute mit haufenweise Greifenhaut nach Hause. Und du hast mir die Haut gerettet. Aha. Also, ich würde ihm ja die Technik an sich verraten, aber das wäre gegen die Regel. Betriebsgeheimnisse, du weißt schon. Kein Problem. Ich bringe sie mit. Vielen Dank für deine Hilfe. So, langsam ruft mich die Arbeit. Grüß deinen Schmied von mir, ja? Mach ich. Und danke. Mal sehen, was Schledon hierzu sagt. Ja, mal schauen, was er sagt. So, einmal kurz nach Mordor's Rust. Damit wir den Auftrag auch schon mal weitermachen. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir übrig gebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten.